Wie brutal ist diese Landung am Asphalt? Die Landung ist zu dem Zeitpunkt extremst brutal, solange ich die Entscheidung noch nicht getroffen hatte, weil ich natürlich auch zu jedem Zeitpunkt immer versucht habe, das Bestmögliche rauszuholen für Sturm. Das war ein Kampf gegen Windmühlen. Das klingt jetzt so nach einer bestimmten Person oder nach einer bestimmten Personengruppe. Das meine ich gar nicht, sondern das Ganze war einfach die ganze Situation. Und ich muss sagen, ich traue mich schon zu sagen, dass ich dann schon sehr frustriert war. Und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, mit einer Ausnahme im Dezember, wo ich eingeladen wurde vom Gerhard Goldbrich, mir ein Sturmspiel anzuschauen im Stadion. Ich schaue es mir manchmal im Fernsehen an, ich muss aber sagen, dass mein persönliches Interesse leider sehr abgekühlt ist. Und aber natürlich fühlt man sich auch immer wieder so auf den Punkt, das war vielleicht ein Riesenfehler, eine Herzensangelegenheit zu seinem Arbeitgeber zu machen, weil damit ist die Herzensangelegenheit jetzt auch nicht mehr die diesmal war, leider Gottes. Und das frustriert natürlich, weil manchmal, wenn man so auf andere Fußballvereine schaut, oder andere Personen aus dem Freundeskreis, dann denkt man sich, das hätte ich auch gerne wieder, aber das wird so nicht kommen.